Muttertagssträuße auf Autobahn verteilt. Blumenlaster rammt Pannen-LKW. Blumensträuße als verfrühte Muttertagsgrüße verteilte am Abend ein Lastwagen unfreiwillig auf der Autobahn 5 bei Seeheim-Jugenheim. Ein mit Blumen beladener LKW befuhr die Autobahn 5 in Richtung Darmstadt. Zwischen den Anschlussstellen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim prallte der Blumenlaster mit der Beifahrerseite auf einen gerade erst wenige Minuten pannenbedingt auf dem Standstreifen stehenden Kleinlastwagen. Das Führerhaus des Blumenlasters wurde erheblich beschädigt und die Beifahrertüre herausgerissen. Ein großer Teil der Ladung stürzte auf die Fahrbahn. Nach dem bisherigen Stand musste ein LKW bedingt durch eine Motorpanne auf der Standspur anhalten. Er schaltete Warnblinkanlage ein. Nach einer kurzen Zeit vernahm er plötzlich einen sehr heftigen Schlag und von hinten ist ein anderer LKW, dieser andere LKW aus dem Bereich Offenbach, der stehende LKW aus dem Bereich Wiesbaden, ist aus unerklärlichen Gründen aufgefahren. Der Fahrer des auffahrenden LKWs wurde verletzt und wurde zur ärztlichen Versorgung in das Kreiskrankenhaus gebracht nach Seeheim-Jugenheim. Wie Sie sehen, sind jetzt die Abschleppdienste mit großem Gerät bei der Bergung der Fahrzeuge hier vor Ort. Wir gehen davon aus, dass das noch mindestens 2 Stunden dauert. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Der Verkehr läuft über die Überholspur in Fahrtrichtung Darmstadt.